Yo, 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 was geht ab? Ihr wollt wahrscheinlich schon immer wissen, wie man am besten XP farmt in Mortal Kombat Mobile. Ich hab das selber gerade erst herausgefunden, wenn ich auf Unterstützung gestoßen. Dann dachte ich mir, warum steht denn hier Kartenfiltern? Habe ich hier die ganzen Sachen gesehen, für die ganzen Charaktere, ganzen Buffs halt. Das, was man halt kennt. Und dann habe ich hier diese drei Dinger gesehen, die man ja sonst immer sieht. Und XP. Und so ein Speerzeichen. Das sind Speerzeichen, da habe ich jetzt nur für Überleben was gesehen. 12% Gesundheit nach dem letzten Kampf, den man verloren hat, kommt dann wieder zurück. Dann habe ich noch XP gesehen. Dann dachte ich mir so, was XP? Warum XP? So, dann habe ich gesehen, okay, zwei Sachen. Darauf komme ich gleich zurück. So, wenn es euch um Schnelligkeit der XP geht, einfach die ganze Zeit wiederholen, weil ihr könnt auch die Tommy wieder neu machen. Und dann gibt es hier noch ganz entspannt die ganz normalen Missionen, die einfachen eigentlich, also die musst du eigentlich schaffen, also da musst du ja theoretisch gesehen nur ein Diamond haben, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Diamond Level 20, der könnte das glaube ich sogar schon schaffen, ich beweise es euch einfach mal, ich nehme aber einen anderen Diamond dafür, ich habe jetzt hier vier, also ich nehme jetzt mal den hier, so. Der ist natürlich etwas durchgebufft hier durch die ganzen Ausrüstungen und die 33% schon, aber ihr müsst das eigentlich schaffen. Also hier, da reichen auch Silbercharaktere, wenn ihr ein bisschen gelevelt habt. Jetzt mal jemanden, den ich leveln möchte. Okay. Dann suchen wir mal hier einmal den Smoke. Den habe ich jetzt etwas neuer bekommen. Den wollte ich halt gerne richtig hochleveln. So bis Level 40, 50 so. Und dann hier noch den klassischen Scorpion. Wenn ich jetzt mal hier rauf gehe. Okay, gewonnen. Perfekt gespielt. Outstanding. So, und jetzt sind wir hier. Erstmal hier nur 18.000 und hier sind 25.000. Ab Level 40 kriegt man weniger XP. So, jetzt will ich euch mal was anderes zeigen. Es gibt ja noch zum Beispiel Herausforderungen. Etwas fortgeschrittener sein, sagen wir so. Da würde ich jetzt einfach mal empfehlen, nur Gold- und Diamond-Charaktere zu spielen. Das zumindest zu schaffen, weil da kriegt man ab Level Match 20 oder 18 immer 40.000 und Energie kostet das nur ein pro Match. Jetzt zeige ich mal, was ich herausgefunden habe hier. So, also hier geht erstmal auf Unterstützung, dann auf XP. Und wichtig ist, glaube ich, eins von den beiden schon mal gezogen zu haben. Wenn nicht, dann ist das halt scheiße. Das könnt ihr jetzt halt nicht machen. Aber es ist gut, dass man das hier finden kann. Also, wenn ihr das suchen wollt, vielleicht habt ihr das ja irgendwie mal bekommen. Geht zu der Bucht und dann kauft ihr einfach mal, bis ihr nicht mehr könnt. Ich kaufe jetzt ein bisschen, bis mein Geld weg ist. Es dauert jetzt ein bisschen. Ich mache einen kleinen Schnitt und dann komme ich wieder. So, das war's jetzt erstmal. Ich habe jetzt alles gelevelt. Es geht anscheinend nur bis 4 oder man muss halt dann den nächsten selber ziehen. Ich weiß das jetzt nicht. Aber wenn das so ist, dann wären es, glaube ich, am Ende 33% plus. Aber jetzt wären es bei meinem Fall 30% plus. Fraktionskriegen, da lohnt sich das eigentlich sogar mehr, wenn man richtig starke Charaktere hat und die man dann leveln will. Dann bekommt man ja auch ziemlich fix, wie so um die 20.000 bis 30.000. Jetzt einmal kurz, wie viel Match XP ich jetzt bekomme, wenn ich eins schaffe. Wir haben jetzt ganze 30.500 EP pro Match und 23.000 für einen Charakter über Level 40. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe ab und zu auch ein paar Pack-Openings.
Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut euch das einfach mal an. Und dann würde ich mal sagen, haut rein.